Hallo und herzlich willkommen zur 263. Folge unseres Jagged Alliance 3 Let's Plays. Ich bin der Palzi und ich leide hier, was heißt leiden? Nein, leiden tue ich noch nicht wirklich, aber wir haben hier jetzt um 10 Uhr morgens schon 23 Grad draußen hier im Arbeitszimmer mit den beiden Rechnern. Es ist noch ein bisschen wärmer, aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu den Temperaturen, die unsere Truppen hier in Grand Chien zu erdulden haben. Und die beklagen sich auch nicht, Palzi. Also halten ran und Rand und lass laufen. Ja. So, wir sind dabei, Camp Savanay anzugreifen, um es zurück zu erobern. Der Echo-Trupp ist auf sich alleine gestellt. Der Charlie-Trupp mit Rosa bildet noch Milizen in Camp Bienchien aus. Und der Alpha-Trupp, also der Trupp um Spike und Ivan, ist oben in Pantagruel. So, Camp Savanay. Es ist Nacht. Das ist gar nicht so übel, glaube ich, in dem Fall sogar. Das könnte von Vorteil sein oder auch nicht. Das Knallbummzelt. Wir setzen erstmal hier hinten ein. Permission to run the team through a live fire drill. Going undercover. Raider, drei Feinde mit Kopfschüssen treffen. Muss ihn nicht töten. Was aber unter Umständen aufs Gleiche hinauslaufen könnte. Haben schon mal gekämpft in dem Sektor. Die Minen müssten ja alle weg sein, wenn die nicht auf magische Art und Weise wieder zurückgekehrt sind. So, zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir so lang und wenn sie dann mit dem ans Knallbummzelt rankommen, dann weiß er allerdings nicht. Na gut, mit der Granate könnten wir es wohl auf jeden Fall zum Explodieren bringen. Irgendwo hat jemand eine Leuchtfackel angemacht. Das ist aber nicht in unserer unmittelbaren Umgebung. Hier hat man natürlich auch gute Sniper-Position hier runter. Der Gegner muss, hier kann er nicht hochklettern, muss dann gegebenenfalls so rumlaufen oder so rum. Wir gucken uns das erstmal von da aus an. Und an sich sollten ja die Nachtsichtgeräte auch funktionieren, ne? Das heißt, wir könnten die ja mal ausrüsten auch. Glaube, die habe ich noch nie genutzt. Haben dann zwar keinen Schutz am Kopf, aber wir wollen ja nach Möglichkeit überhaupt nicht getroffen werden. Good thing I am wearing my special noise suppressing shoes. Larry ist schon. Sind die Feinde tatsächlich alle da? Going undercover. Got a visual. Da haben wir ein Ziel, der Koch. Den haben wir doch schon mal umgebracht. Copy. Moving for ambush. Raider, geh mal mit nach da. Grunt hier raus aus dem Pulk, falls er automatisch schießt. Looking for stealth kill position. Bunts mit nach da. They won't even know I'm here, man. Larry soll die Flanke nach Möglichkeit sichern. Kann er aber auch von hier, da könnte er gegebenenfalls auch noch ein Granätchen schmeißen. So, und wenn Raider Kopfschüsse sammeln sollen, dann versuchen wir es doch. Das war zumindest mal einer. Here we go. Time to lock and load. Okay, da sind sie. They are here.
Der Koch. Grunty. Ja, das hast du verdient, Grunty, weil du deine Position preisgegeben hast. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir langsam ein bisschen Deckung bekommen. Won't know what hit him. Ja, aber hier ist nicht viel mit Deckung, Palzi. Da, wo die Deckung ist. Read you, 5x5. Going undercover. Won't know what hit him. So. Listening, 1024. Going undercover. Du kannst dich wieder verbergen. Waiting for orders. Ja, auf verbergen. Und dann bringe ich Grunty jetzt doch mal. Wir müssen die Flanken sichern. Grunty mal nach da. Dann kann Larry sich um dich kümmern. There you go. A little something to take the edge off. Buns nach da erstmal. One sneaks up on the enemy like so. Time to take cover. Dann haben wir noch Vicky. Die hat auch Anacondas. Silent. Nicht dahin. Wechsel auch schon proaktiv auf die Anacondas, denn ich gehe davon aus, dass die da angekrötet kommen. You have a mother's touch. But not my mother, of course. Hey, die kommen jetzt da angelaufen. Können die hier einfach hochkrabbeln? Copy. Moving for ambush. Halte ich für ein Ding der Unmöglichkeit. So. Larry, das ist doch irgendwie wie gemalt da unten. Wenn wir dich noch ein bisschen ran bewegen könnten. Aber du bist eigentlich schon relativ weit. Wir können dich ja mal dahin. Da hast du auch nach vorne Deckung. Dann gucken. Ne, wir kommen nicht wirklich weit. I am excited to surprise the enemy agent. Wer sieht denn das Fässchen? Grunty zum Beispiel. Achso, das ist das Fässchen. War aber nicht hier hinten. Ach nee, das ist ein bisschen weit weg jetzt. Copy. Moving for ambush. Radar. Visual on unsuspecting target. Zweiter Kopfschuss möglich? Good visual on target. They got me. So, Radar, dann möchte ich aber, dass du ein Stück weiter dich verdieselst und dich dann hinlegst. Es ist immer noch einer sichtbar, welcher der Nahkämpfer. So, deine Gattin wird von da aus niemanden sehen. Von da aber. Da ist sie dann aber selber ganz schön exponiert. Die werden alle auf sie gehen. Ich glaube, es ist besser, dass wir den einen erstmal wegmachen. Dann ein Stück wegbewegen und auch noch hinlegen. Oh, etwas von dreien. Aber bist du sichtbar gewesen? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Jemand, quiet like. Vicky, hit in the dirt. Übereinziehen. Buns. Observe. One sneaks up on the enemy like so. Ich sag mal so, good der Nahkämpfer wäre ein wunderbares Ziel für dich. Danke, Buns.
Tiefe einziehen. I am excited to surprise the enemy agents. They will be so surprised when they find themselves wounded and bleeding. Entweder ein Ei. Nee, nimm mal ruhig eine Salve. Auf den. Keep on the offensive! Fast tot. Fast tot ist nicht tot, Grunty. Dann zieh ich rüber noch ein. They won't even know I'm here, Larry, man. Auch rüber einziehen und dann Zugende. Da kommt ein zweiter Präzisionsschütze. I can do this real quiet, man. Einzige, die überhaupt jemanden sieht, ist Buns. This will be trivial. Nimm ihn. Kurzer Check. Wie viele haben wir noch? Viere. Wir sehen aber nur zwei. Ja? Okay, das heißt für mich. Like Mother always says, if the tactical situation is favorable, then seize the opportunity. Und dann Überwachung hier. Ja, sehr gut. I will keep watch. Let me show you how I used to sneak in the pharmacy. Mit einer Granate. Glaub aber nicht, dass wir die brauchen. Read you. Five by five. Wenn du in die Hocke gehst, siehst du niemanden. Advancing undetected. Einen, den hier vorne. Das wäre aber was für deinen 1024. Gatten, denn der braucht ja noch einen Kopfschuss, wenn der einen vorgeht. Zwei vorgeht. Clear shot on perp. Oh, ich stehe noch auf Salve. Ja, da war ich selbst schuld. Live fire drill complete. Good work, team. Hell yeah. Dann wieder nach da und hinlegen. Raven würde ich jetzt tatsächlich, die ist verborgen, da hinbringen. Covering in place. Buns kann die rüber einziehen. I can do this real quiet, man. Larry. They won't even know I'm here, man. Ich glaube nicht, dass wir den da vorne noch brauchen und so. Sind wir nicht so im Pulk an den entscheidenden Yellow. Stellen. Und Vicky. Es fehlen zwei. Mach mal eine Überwachung da. Ah, da ist ein... Da ist der zweite Präzisionsschütze. Wollen die tatsächlich ein Fernkampfduell mit Buns und Raven haben? Ich würde das gewagt nennen. Er hat seinen Bonus schon bekommen. Vicky, hier rüber. Einen besseren Winkel haben. Becoming undetectable. Dann kann Raider die Position da yeah, nehmen. 10-4. Sich auch wieder verbergen. Stealth kill opportunity. Wir könnten auch das Fass nutzen, aber ich glaube nicht, dass wir es brauchen. Das kriegen wir auch so irgendwie geregelt. Ist noch verborgen, dann zieh einfach nur die rüber Quiet ein. And efficient. Du Time to take cover. Rüber einziehen. Like Mother always says, it's not a surprise party unless the clown jumps out of a cake with a gun. Um hier einfach besseren Überblick zu haben, hier runter. Raider kann da die Let me show you how I used to sneak into pharmacies. Den ich erstmal nur befehle. They won't even know I'm here, man.
läuft da lang, auch wenn wir ihn jetzt nicht mehr sehen. Kommt dann zu Vicky. I can do this real quiet, man. Let me show you how I used to sneak into pharmacies. Keep it a lookout, man. Grunty. Good thing I am wearing my special noise suppressing shoes. Going undercover. What next? Buns. Ich glaube, hier sind wir fertig. Werde ich jetzt zu den anderen bringen hier. Quiet and efficient. Genau das gleiche auf der Seite. Come on, quiet like. Hätte Vicky gerne ein Stück weiter vor, aber wir wissen, dass irgendwo ein Kaschun bekommt. Wie weit kommt man Raven? Raven kommt bis da, das ist hervorragend. Da hat es einen guten Winkel. Und Raider. Quiet and efficient. Ganz unfällig. Action! We need to move! Es sind doch aber noch zwei, oder? Aber vielleicht ist der eine noch nicht getriggert. Oh ja. Vicky sieht ihn schon. Und wechsel mal bitte die Waffe. Das könnte es ja schon mit ihm gewesen sein. Hitting the dirt. Die Rübe einziehen. Advancing undetected. Raven hätte ich ganz gerne hier drüben, glaube ich, um einen anderen Winkel zu haben. Moving in dark. Going undercover. Raider. Repositioning for ambush. Defensive position taken. Sichern. So, dann vorwärts. Vorwärts immer, rückwärts immer. I can do this real quiet, man. So, Larry, wir haben da zwar keine Deckung für dich, aber du musst trotzdem nach vorne. Looking for stealth kills. Okay, okay, okay. Easy shot on an unsuspecting. Wieso hat Grunty den denn nicht gesehen? Okay, das war's. Yeah, man, that be the last of them. Gut, erledigt. Yes? Camp Savani hat wieder den rechtmäßigen Besitzer. So, die Muni könnt ihr nehmen. Go, go, go! Und dann mal. Moving out. Follow me. Und dann gehen wir gleich mal ins Sektorinventar und schauen, ob wir da nicht schon alles greifen können und verkloppen. MP5. Eine Farmers. Eine Galil. Nee, sehe ich nicht. Die FN Files sind besser. Die Galil verschießt halt auch NATO-Munition, also 762er NATO. Rest nehmen, haben wir dann irgendwo noch was rumzuliegen? Yellow! Ne, diese kleinen Dinger sind jetzt auch weg. Ja, stellt euch da hin. Könnt ihr gegebenenfalls ein Nickerchen auf dem Sofa machen? Let's go! Ja. Und dann sieht doch das alles schon wieder. Ja, was heißt. Wieder, ja, unter Kontrolle hatten wir es eh schon längere Zeit, jetzt hatte ich das Gefühl.
Aber ihr könnt dann anfangen, hier zu trainieren. Müssen wir irgendwelche Gegenstände reparieren? Das wäre ja was für Vicky Grunty. Ja, sollten wir auf jeden Fall machen. 96, 95, 96, die Rüssi hier und dann TSG ist mit 85, mit 99 noch ganz okay. Das können, da können wir starten. Milizausbildung, Raider und Bands. Nochmal kurz zurück. Verletzungen haben wir keine, ist okay. Raider Buns bestätigen, starten. Wie sieht das mit Informationen aus? Wir haben über die meisten Sektoren eh schon Informationen, das heißt, wir brauchen keine Spähoperationen durchführen. Das heißt, wir könnten Larry ein bisschen trainieren. Nicht, dass er mit seiner Weisheit der beste Schüler wäre, aber besser als gar nichts. Und Treffsicherheit könnte er allemal brauchen, obwohl mit 83 hat er sich auch schon gut gemacht, ne? Ne, guck mal hier gerade rein. Wo ist denn mein Team, Larry? Achso, das steht jetzt hier nicht, das sieht man nicht. Mist. Dann doch über C, hier wird doch das angezeigt, ne? Da Treffsicherheit 12 trainiert und einen durch Felderfahrung. Ne? Ost hat er 13 schon gewonnen. Gar nicht so übel, würde ich da mal sagen. Das heißt, tendenziell könnte er auch zum Beispiel Sprengstoffe oder Medizin weitergeben, denn Führung 20 haben sie ja nun beide nur. Du könntest Kraft auch brauchen, aber da bist du kein guter Lehrer drin. Und im Endeffekt brauchen wir es wirklich? Was sollen die sonst machen? Kommt. Söldner trainieren. Wir trainieren Treffsicherheit. Raven soll Larry trainieren. Das ist Superman. Das ist Superman. Ich bin der Superman. Der nach dem Training alles kann. So, weiter. Milizausbildung Pantagruel weitermachen, ja bitte. Das war Slums. Das ging relativ flott, ne? Na gut, Wolf hat unterrichten und er hat ja auch den Vorteil, dass die Operationen 33% schneller abgeschlossen sind, ja. Du bist der beste Wolf. Done. That was kind of easier than I thought it would be. So. Wir sind jetzt fertig in Camp Bianchier. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, was wir machen. Wie gesagt, alleine hierhin halte ich für vermessen. Zwei Möglichkeiten. Wir könnten die Mine holen von Händel. Hier haben wir irgendwelche Gegenstände. Dann holen wir erstmal die Gegenstände ab. Die haben wir da wohl vergessen. Können dann nach Flohstadt fahren, das Ding da befreien. Denn das sind ja auch nur in Anführungszeichen 10. Und dann, je nachdem, wer eher fertig ist, wahrscheinlich ist sogar der Echo-Trupp danach eher fertig, sodass die dann über Port Cacao
auf der Linie laufen können, während der Charlie-Trupp, wenn er mit der Ausbildung fertig ist, von Norden kommen kann, damit wir zwei Winkel bekommen, was mir eigentlich ganz recht wäre. Aber für den Anfang, das hier ist nur Mine, hier ist der Hafen, könnt ihr euch jetzt mal dahin bewegen, damit wir da die Gegenstände auch noch holen. Innenstadt von Pantagruel, ja, einfach weitermachen. Camp Savanie, weitermachen. Lieferung von Bobby Reyes ist eingetroffen. Bestellung eingetroffen, danke für die Information. I see some beautiful avian specimens. Oh, I guess we should keep moving. So, die sind da. Das heißt, hier ins Sektorinventar und weitere Machete brauchen wir nicht. Das Ding können wir entladen und verschrotten. Das können wir verschrotten. Kevlarhose mit 25. Schrott. Goldbarren verkaufen. Wir haben zu wenig Geld. Rest nehmen. Rüber. I'm here. What the hell am I supposed to do now? Sektorinventar. Farmers. Schrott. Muni nehmen. Und dann könnt ihr Ich habe immer noch keine Ahnung, wo der Präsident ist. Und es hat auch komischerweise niemand geantwortet. So, ihr könnt aber dann nach Flohstadt jetzt. Oder ihr fahrt noch erst noch in die Docks kurz runter. Ach so, so wichtig war das Zeugs auch nicht, was wir bestellt haben. Ab nach Flohstadt, damit wir den Sektor möglichst schnell nehmen. Pierre und Ivan, ja, bitte weiter. Wie ist der Stand da? Drei Rekruten noch, ja. Hier genau das gleiche. Und hier müssen wir sowieso ein bisschen länger ausbilden. Abmarsch, weiter. Und das Geld wächst ständig. Buns und Trader, ja, bitte. Wie ist denn da der Status? Seid ihr mit Reparieren eigentlich schon durch? Ja, seid ihr? Da müssen auch keine weiteren Gegenstände repariert werden. Warum ist das so? Wahrscheinlich, weil Vicky... Genau, Vicky hatte das PSG, aber Vicky hat ja die passive Eigenschaft, dass sie Waffen, Rüstungen und Gegenstände passiv im Laufe der Zeit repariert. Also sind wir da durch. Das ist schön. So, wir haben bald die 1,1 Millionen Grenze. Innenstadt von Pantagruel, die sind fertig. Das seid ihr zwei, dann rüber mit euch. Dann können wir nämlich die Trupps gleich wieder vereinen und dann können wir wahrscheinlich sogar andere Ausbilder da festlegen. Nee, warte mal hier. Da können wir doch jetzt Wolf und Fox diesem Trupp wieder zuordnen. Na, du bist auf jeden Fall ganz hinten, das sage ich dir wohl. So, wie ist der Stand hier? Miliztechnisch 4 und 4. Dann können die eigentlich nachrücken und dann vermutlich unten in der Mfumus-Mine das Miliztraining übernehmen. So, wer wäre hier jetzt der Beste? Nochmal einen kurzen Blick auf die Charaktere hier. Du hast einfach nur hohe Führungsqualität.
Schnellerer Abschluss, Milizausbildung. Bei dir auch. Nee, ich lass das weiter Fox und Wolf machen hier. Müsste, ist dann der letzte Schwung. Jetzt sind wir hier oben wieder sicher. Oder wir gehen mit dem Trupp hoch nach Diamond Red. Aber wozu? Komplett aufgebraucht. Einfach ums blau zu machen, Palzi. Stimmt, blau machen ist ja bestimmt super. Besonders beim Job, ne? Einfach mal blau machen. Nee, das ist die falsche Arbeitseinstellung. So, da sind wir durch. Und durch, ihr Lieben, werden wir dann aber auch mit der Folge hier, von der ich hoffe, dass sie euch gefallen hat, euch auch das nächste Mal wieder mit dabei sein lässt, was mich sehr freuen würde und freuen würde mich natürlich auch, wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Macht's gut, euer Palzi.